Oh, hallo, suchst du mich? Ja, ich muss früher los. Das Pilotentraining wird vorgezogen. Ach, und weißt du jetzt, wie lange es dauert? 8 Wochen locker. Wenn sie den Zusatzkurs anbieten, noch länger. Meine Güte, da werden dich Claudia und die Kleine auch ganz schön vermissen. Musst du gleich los oder trinkst du noch was mit uns? Nein, wirklich nicht. Ich wollte mich nur von dir, von euch verabschieden. Ach, bevor du gehst, Nicole hat gerade aus dem Krankenhaus angerufen. Michael sieht wohl noch ziemlich übel aus, aber es geht ihm ganz gut. Dann kommt er wohl bald raus. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, dass das wahrscheinlich jemand war, den wir kennen, dann kriege ich echt das Gruseln. Also so wie Michael heute Morgen ausgesehen hat, ne? Muss dem Typen ja voll die Sicherung durchgeknallt sein. Ich begreife auch nicht, wie jemand sowas tun kann. Ich bin nicht so zufrieden mit dir als Alleinunterhalter. Was ist denn los? Ist bei euch die Eiszeit ausgebrochen? Und bei euch glüht ein höllisches Feuer, ne? Wir haben eine Menge Spaß. Aber du könntest dich auch mal wieder ein bisschen locker machen. Mein Gott, was erwartest du? Stefanie hat mich gerade erst abserviert. Man, sie stürzt mich doch auf die nächstbeste. Hey, von draufstürzen hat keiner was gesagt. Aber ein bisschen amüsieren könntest du dich. Carmen ist doch eine tolle Frau. Da kommst du mal auf andere Gedanken. Kein Bock, Mann. Nett, dass du noch rumgekommen bist. Danke. Ich wollte wenigstens Tschüss sagen. Es dauert mindestens 2 Monate, bis ich wieder herkomme. Bis dahin habe ich die Sache mit Michael wohl endgültig verdaut. Bist du eigentlich schwer verletzt? Du hast ihn doch besucht, oder? Naja, es sieht ziemlich schlimm aus, aber vielleicht wird er schon übermorgen wieder entlassen. So früh? Ich dachte, ich... Du? Er hat dich nie in Ruhe gelassen. Irgendjemand musste dem Typen klar machen, was Sache ist. Und eine andere Sprache verstehen solche Kerle eben nicht. Du wirst allein damit nicht klargekommen. Sag bloß, du bist nicht froh, dass alles vorüber ist. Wie auch immer. Ich bin mir sicher, in ein paar Wochen siehst du das ganz anders. Ja, ich muss jetzt los. Ich ruf dann durch, wenn ich wieder hier bin. Neben dem Diagonalen noch mehr Clubs auf Mallorca übernehmen. Der eine reicht für den Anfang. Ist eine Menge Arbeit, was? Geht so. Man muss halt immer alles im Griff haben. Ja, aber wenn es einmal richtig läuft, hast du doch den Kopf frei für neue Projekte. Eins nach dem anderen. Ich habe schon noch eine Menge vor, aber Erfolg will geplant sein. Ich finde es sehr beeindruckend, wenn ein Mann klare Ziele hat. Ich bin mir sicher, du schaffst es. Klar, ich bin zum Millionär geboren. Und mit der richtigen Frau an deiner Seite. Eine, die deine Ziele unterstützt.
Ich habe eher Respekt vor Frauen, die selbst was auf die Beine stellen. Und nicht die sich irgendeinen Typen mit Geld greifen. Ja, genau das meine ich. So, ich muss noch ein bisschen klar Schiff machen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Das zu deiner Spontanität. Wieso? Ob morgens zum Frühstück oder mitten in der Nacht. Immer setzt sich Lena auf denselben Stuhl. Das mache ich doch nur für dich. Weil wenn sich zu viel auf einmal ändert, dann bist du doch hoffnungslos überfordert. Ich glaube, du unterschätzt mich.